Willkommen zur Meditation der vierten Rauhnacht. Diese Rauhnacht steht für Liebe zu anderen und auch für Mut. Du sitzt komfortabel auf deinem Sitzkissen, beobachtest, wie deine Atmung die Basis deines Körpers weitet in der Einatmung und sanft wieder schließt in der Ausatmung. Wir nehmen Apan Mudra ein. Lege in jeder Hand den Mittelfinger und den Ringfinger auf die Daumenspitze. Die anderen zwei Finger bleiben ausgestreckt. Und lege deine Hände auf Knie oder Oberschenkel. Gestern sprachen wir von Selbstliebe. Aus dieser Selbstliebe heraus entsteht dann eine Liebe zu anderen. Und dazu brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, um unsere Verletzlichkeit zu zeigen. Mut, um ganz so zu sein, wie wir sein möchten. Und vor deinem inneren Auge gehe durch dieses vergangene Jahr. Und überlege dir, wo du besonders mutig warst, in welcher Situation. Es können kleine Dinge sein, es können auch größere Dinge sein, die viel Mut gebraucht haben. Wo warst du mutig? Bist aus deiner Komfortzone hinausgetreten? Hast etwas gewagt. Und dann denke an die Personen, die du liebst, die du gerne hast. Brauchst du hier vielleicht auch Mut, um etwas zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt? Um eure Freundschaft vielleicht zu vertiefen? Oder gibt es jemanden vielleicht, der oder dem du deine Liebe ausdrücken möchtest? Und der Mut ist nicht da. Spüre dich gut geerdet, gut verwurzelt.
klar und rein in deinem Herzen, liebevoll zu dir selbst. Und dann strahle diese Liebe nach außen. Zu all den Personen, die du liebst. Und die Liebe ist eine unerschöpfliche Quelle. Und je mehr man in ihr badet, umso mehr ist sie da, umso mehr zeigt sie sich. Empfinde die Tiefe dieser Liebe. Deine Atmung ganz ruhig, dein Wesen, dein Sein gut geerdet. Ich bin die Liebe, ich bin mutig, und ich gebe anderen meine bedingungslose und erwartungslose Liebe. Die Quelle der Liebe in mir ist unerschöpflich.
so wie ich aus dieser Quelle der Liebe zu mir selbst sprechen lerne, so spreche ich aus dieser Quelle der Liebe auch zu anderen.